Hey Leute, heute ist der große Tag gekommen und zwar sind wir gerade beim Mustang Makeover angekommen. Genau, wir haben jetzt gerade alles ausgepackt, den Hänger hier geparkt, Wi-Fi steht schon in seiner Box und ich glaube, den gehen wir jetzt besuchen, ne? Ja, das machen wir mal. Hier ist Wi-Fis Box, da ist er gerade und Marina wird jetzt erstmal eine Runde reiten. Gerade haben wir einfach mal die komplette Arena ganz für uns alleine. Ich bin jetzt fertig mit Reiten und Wi-Fi war richtig gut und auch sehr motiviert. Er fand es auch halt irgendwie nicht so gruselig, so manche Banner da fand er halt ein bisschen gruselig, aber da ist er halt super vorbeigegangen. Und Julia will jetzt, dass wir irgendwo hingehen. Zeigen. Ach so, ja, einmal die Halle jetzt zeigen. Auf jeden Fall war er super. Ich bin richtig stolz auf den Kleinen. Und ich glaube, jetzt ist er auch müde, weil es ist da richtig warm drin gewesen. Ich mit meinem schönen schwarzen T-Shirt noch. Nicht die Halle, ne? Er ist ja wieder total entspannt. Will sich auch, glaube ich, eigentlich wälzen. Ja. Sollen wir ihn gleich wälzen lassen? Soll ich Sattel abmachen oder nicht? Ja, wir können ja nochmal hier hingehen, oder? Mhm. Nochmal hin und her. Und die letzte Halle noch einmal zeigen. Die schöne Albert-Wahle-Halle. Da sitzen wir sonst immer und essen. An diesem Tisch. So, wir haben jetzt schon den nächsten Tag, da ich gestern leider die Kamera im Stall vergessen habe. So konnte ich da nichts mehr im Hotel filmen. Aber ja, wir haben auch gestern eigentlich nichts mehr wirklich gemacht, sind einfach nur noch schlafen gegangen. Und heute Morgen war das Frühstück natürlich auch wieder mega lecker und dann sind wir noch zu Hit gegangen, haben uns Süßigkeiten geholt. Jetzt gerade wird Wi-Fi longiert und er macht das super lieb, mal wieder. Und wir haben auch gerade schon die Box ausgemistet, ihm Futter gegeben und ihn getränkt. Und ja, heute ist ja der erste Challenge-Tag und ich bin mal gespannt, wie er das so macht, aber das geht erst heute Nachmittag los. Deswegen können wir ihn jetzt noch ganz entspannt longieren. Und ja, mal schauen, was wir danach noch machen. So gerade habe ich ihn auch noch mal ein bisschen grasen gelassen. Das fand er auch ganz toll. Und ja, wir haben ihn ja auch schon gestern alles gezeigt. Also beide Hallen und so. Und die erste Challenge wird auf dem Platz stattfinden und nicht im Deutsche Bank Stadion. Und ja, ich bin mal gespannt, wie er die Challenge so macht und was drin vorkommt. Thank you.
So, wir sind gerade mit der ersten Challenge durch und mein Papa war auch selber so aufgeregt, dass er mit dem Handy gefilmt hat. Also sorry für die nicht so gute Qualität. Aber jetzt lassen wir hier Wi-Fi gerade noch ein bisschen grasen und Julia und ich sind super happy, obwohl wir beide auch schon aufgeregt waren. Und Wi-Fi hat das super toll gemacht, er ist auch einfach sofort auf den fremden Anhänger gegangen und so. Und ja, wie gesagt, jetzt lassen wir noch ein bisschen grasen und danach geht er wieder in die Box. Und ja, mal schauen, dann führen wir den heute Abend bestimmt noch mal so ein bisschen, weil, dass er sich noch mal die Beine so ein bisschen vertreten kann. Ja, aber Julia ist auf jeden Fall auch mega happy. Man hat so gemerkt, dass wir beide haben einfach während der Prüfung haben wir beide trotzdem geredet. Und ja, aber das tat uns eigentlich ganz gut, dass wir beide geredet haben und so. Und wir sind einfach nur mega happy. Also jeder ist happy, also auch Papa, Mama und so. Und ja, Wi-Fi hat das echt toll gemacht. Bei den Strohballen hat er am Anfang, hat er sich so ein bisschen erstmal erschrocken. Aber sowas haben wir halt nie mit dem geübt, so mit irgendwas davor liegen oder so. Und dafür hat das halt mega lieb gemacht. Bye.
Ein paar Tage später und leider konnten wir nicht alles von den Prüfungen mit reinnehmen, da wir das halt einfach nicht dürfen. Aber die erste Challenge war halt einfach nur geführt und die anderen beiden Challenges konnte man sich halt aussuchen, ob man reitet oder führt. Und ja, Wi-Fi hat das super toll gemacht. Klar ist noch nicht alles perfekt, aber ich meine, der ist gerade mal 6 Wochen unterm Sattel gewesen. Und davon 10-mal oder so auf dem Platz erst. Ja, wenn überhaupt, ne? Ja, und bei der spannenden Kulisse da hat er das echt top gemacht. Ja, finde ich auch. Und übrigens war der kleine Buckler, den wir da hingelegt haben, im Finale natürlich nicht eingeübt oder extra. Ich denke, da hatte er sich einfach ein bisschen sehr viel Energie bei ihm in der Box dann aufgestaut quasi, weil das war ja auch nicht so gewohnt, 4 Tage in der Box zu stehen. Ja, war ja aber auch gar nicht schlimm. Ich konnte mich ja halten und bin jetzt nicht runtergeflogen vor allen oder so. Und was halt super angenehm ist, dass er total schnell wieder dann ganz entspannt ist und direkt wieder bei einem ist. Also das ist halt echt, finde ich, toll an ihm. Übrigens haben wir halt nichts von der Versteigerung reingebracht, aber er wurde leider nicht versteigert. Wir wissen jetzt halt auch nicht genau, woran das lag, ob es jetzt irgendwie an seiner Größe lag, weil er nicht so groß ist. Oder ob die Leute dachten, dass wir den irgendwie doch behalten wollten oder so. Weil einige aus dem Publikum kamen halt später zu uns und meinten, dass man das Gefühl hätte, wir würden den behalten wollen und irgendwie man uns den halt nicht wegnehmen wollte. Na, wie auch immer, jetzt steht der halt beim Mustang Makeover. Ihm geht's auf jeden Fall richtig gut dort. Also, sehr gut. Ja, da braucht ihr euch ja keine Sorgen machen oder so. Er steht dort mit anderen Mustangs auf der Weide und es wird was mit ihm gemacht. Und er steht aber auch zum Verkauf. Also falls ihr wirklich ernsthaftes Interesse an ihm habt, dann schreibt die Marina, denke ich mal, die E-Mail-Adresse in die Infobox. Ne? Genau, da könnt ihr dann einfach mal unten vorbeischauen. Ja, und ansonsten werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. Ja, auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Was ist das? Lass mein Avocado!